Oben auf einer Halde im Ruhrgebiet bei Hamm wird ein orangefarbiger, spiralförmiger Aussichtsturm sichtbar. Die Bergehalde Humbert. Diese Bergehalde im östlichen Bereich des Ruhrgebietes ist ein Bestandteil des Landschaftsparkes, dem sogenannten Lippepark in Hamm. Eine in der Form eines Schiffsrumpfes oder Bügeleisen aufgeschüttete Bergehalde aus der Blütezeit des Steinkohlebergbaus rund um Hamm ist eine der schönsten Bergehalden-Ensembles hier im Ruhrgebiet. Die Halle Humbert ist eine von 5 Bergehalden im Lippepark in Hamm. Einem Gebirge gleich ragen diese 5 Bergehalden aus der flachen Landschaft des Ruhrgebiets. Es sind die Halden Humbert, Kissinger Höhe, Schacht Franz, Sundern und Radbot. Bis auf die Halde Sundern stehen auf allen Halden die sogenannten Haldenzeichen. Das sind die orangefarbenen Aussichtstürme. Die Fläche der Halde Humbert beträgt ca. 38 Hektar. Die Halde Humbert misst an seiner höchsten Stelle 98 Meter über dem Meeresspiegel. 43 Meter von den 98 Metern über dem Meeresspiegel wurden mit Bergematerial aufgeschüttet. Da die Haldenbepflanzung im oberen Bereich nicht sehr hoch ist, hat man bei gutem Wetter eine wunderschöne Aussicht auf das umliegende Land am Ufer der Lippe. Im Lippepark sind übrigens 4 Halden mit dem gleichen orangefarbenen Aussichtstürmen versehen. Man sagte uns, dass in der nahen Zukunft auch die Halde Sundern diesen Aussichtsturm erhalten wird. Die Halde Humbert können Sie sowohl auf Schusters Rappen erwandern, aber auch mit dem Fahrrad erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Erkundung der Bergehalde Humbert in Hamm. Wir werden sicherlich auch von den anderen 4 Halden im Lippepark Drohnenaufnahmen machen. Freuen Sie sich darauf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in Hamm. Danke, dass Sie zugeschaut haben.